Hallo zusammen, der Nico und der Sek. Willkommen zu unserer heutigen Folge 13, unserem Summer Special. Wir reden über 26 Persönlichkeiten in 26 Minuten aus 26 Kantonen. Und freut uns, dass wir euch ein bisschen involvieren in die Geschichte. Ihr könnt abstimmen bei uns auf der Homepage, über welche Persönlichkeit wir in der ersten Folge nach der Sommerferien im September reden sollen. Wir haben Kantone geordnet nach dem Eintritt zu der Schweizer Eidgenossenschaft. Also, wir wünschen euch viel Spass und der erste Kanton ist der Kanton Uri. Der Kanton Uri ist seit 1291 in der Schweizer Eidgenossenschaft und gehört zu den Gründungsmitgliedern. Der Karl Müller ist 1804 in Altdorf, einem Hauptort vom Kanton Uri, geboren. Das Wichtigste für die Urner, Schweizer und den Rest der Welt im Leben von Karl Müller war der Bau der Teufelsbrücke. Ein ewiges Hindernis und unbaubar, aber unbedingt wichtig von der Route über den Gotthardpass. Einer Sage zufolge ist die erste Teufelsbrücke vom Teufel gebaut worden. Die Urner sind immer wieder gescheitert beim Bau von einer zweiten Brücke über die Reuss. Nach vielen Misserfolgen hat der Landammer von Uri verzweifelt ausgerufen: «Da soll der Teufel eine Brücke bauen!» In dem Moment ist der Teufel erschienen und hat der Bevölkerung einen Pakt vorgeschlagen. «Ich überkomme die Seele vom Ersten, der die Brücke überquert», hat der Teufel gefordert. Zwischen 1828 und 1830 ist dem Karl Müller der Bau gelungen. Ob er aber auch seine Seele dem Teufel abgegeben hat, das könnt ihr herausfinden, wenn ihr den Karl Müller wählt für unsere Folge nach der Sommerferien. Ein weiteres Gründungsmitglied der Schweizer Eidgenossenschaft war der Kanton Obwalden, damals noch Unterwalden. Der Hauptort Sarnen ist dann auch der Geburtsort von Xaver Imfeld. 1853 ist er in Sarnen auf die Welt gekommen. Bereits mit 17 hat er seine topografische und zeichnerische Begabung unter Beweis gestellt, wo er ein Relief vom Pilatusmassiv im Maßstab 1 zu 50.000 modelliert hat. Als Ingenieur-Topograf hat er ein Meisterwerk nach dem anderen produziert. Reliefkarten von der Zentralschweiz, vom Mont Blanc-Gebiet und von der Jungfrauengruppe sind wegen seiner Genauigkeit und seiner meisterhaften Kolorit einzigartig. Nebst den künstlichen Tätigkeiten ist er unter anderem für die Projektierung von der Standseilbahn am Matterhorn von Zermatt bis zur Wimpershütte verantwortlich gewesen. Der Xaver Imfeld hat wissenschaftliche Genauigkeit mit künstlerischer Vollkommenheit verbunden und gehört zu den bedeutendsten Panoramazeichnern der Schweiz. Ein weiteres Gründungsmitglied der Schweizer Eidgenossenschaft ist der Kanton Nidwalden. Marie Odomat Lussi ist 1891 in Stanz, im Hauptort von Nidwalden, geboren. Die Nidwalder Volkskundlerin und Geschichtenerzählerin der Nation ist mit ihren Geschichten, Sagen und Dialektforschung maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Erhaltung vom Brauchtum im Kanton Nidwalden hat gerettet werden. In der Zeit von 1940 bis 1971 hat sie mehr als 150 Radiosendungen ihre Ergebnisse der volkskundlichen Forschung kundgetan und geworben für den Brauchtum, wo und wie sie nur hat können. Die Marie Odomat Lussi hat zahlreiche Publikationen zu dem Thema veröffentlicht und ist auch im Schweizer Fernsehen als Sagen- und Geschichtenzählerin auftreten. Im Jahr 2000 hat man ihr postum den Medienpreis von der SRG Zentralschweiz zugesprochen. Also, entscheidet euch für Marie Odomat Lussi, damit wir nach der Sommerferien über sie berichten können. Auch ein Gründungsmitglied der Schweizer Eidgenossenschaft ist der Kanton Schwyz. Im Hauptort Schwyz steht das älteste Holzhaus der Schweiz aus dem Jahr 1287. Dass es so gut erhalten ist, liegt sicher auch an der frischen und guten Luft im Kanton. Darum verwundert es nicht, dass der Hermann Schreiber, geboren 1909 in Arth-Goldau, als erster mit einem Segelflüger ohne Zwischenlandung von Thun über die Jungfrau ins Lötschental, dann über den Simplon ins Tessin runter auf Bellinzona geleitet ist. Eine olympische Ehrenurkunde 1936 in Berlin, eine Karriere als Militärpilot und Instruktor, Flugunfallexperte, als Buschpilot im afrikanischen Kriegsgebiet, als Flüger fürs Rote Kreuz oder sogar als UNO-Expert für die Stauwehr ist alles im Lebenslauf vom Pionier und Querkopf Hermann Schreiber enthalten. Sollte euch also die Geschichte vom Hermann Schreiber jetzt schon faszinieren, dann wählt ihn und wir berichten darüber. Der Kanton Luzern ist seit 1332 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Aus Hochdorf oder Hofteren, wie die Luzerner sagen, ist der Theo Frey. Der Theo Frey ist 1908 geboren und ist einer der ganz grossen Fotografen der Schweiz. Seine Sozialreportagen, die Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre vom letzten Jahrhundert entstanden sind, zeigen vor allem das ländliche Leben in der Schweiz. Die Schweiz vom einfachen Mann. Aber auch seine im Zweiten Weltkrieg gemachten Aufnahmen
machen ihn zum unverzichtbaren Zeitzeugen vom Krieg in der neutralen Schweiz. Er hat in humanitärer Verbundenheit geschafft und da auch für viele Hilfswerke in der Schweiz, wie das Rote Kreuz, Schweizer Berghilfe, Pro Infirmis oder Pro Juventute. Theo Freys ist Schaffen umfasst etwa 1600 Reportagen und die Fotostiftung in Winterthur hat ihm eine Dauerausstellung gewidmet. Wenn ihr mehr über den spannenden Menschen erfahren wollt, dann wählt ihn für die erste Folge im September. Der Kanton Zürich gehört seit 1351 zu der Eidgenossenschaft und ist der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Josephine Zürcher ist 1866 in Zürich geboren und in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Es ist ihr nichts geschenkt worden. Mit Leidenschaft und unbändigem Willen hat sie sich gegen alle Widerstände, natürlich hauptsächlich den Widerstand der Männer, können durchsetzen und ein Medizinstudium erfolgreich abschliessen. Erst vier Frauen vor ihr haben das geschafft. Und trotz ihrem bravourösen Staatsexamen hat sie niemanden anstellen. Auf einen Aufruf von einer deutschen Orientmission, die den Verwundeten im Türkei-Armenien-Krieg helfen wollte, und kein männlicher Arzt sich dafür interessiert hat, hat sie sich natürlich gemeldet und ist ins Osmanische Reich ein Spital aufbauen. Dass sie dort einen Kurzhaarschnitt und Männerkleider hat müssen tragen, zeigt auf, mit welchem Widerstand sich Zephi Zürcher auch im weiteren Verlauf von ihrem Leben hat müssen auseinandersetzen. Der Kanton Zug gehört seit 1352 zu der Schweizer Eidgenossenschaft. 1927 ist der Valois Lürmand in Zug geboren. Damals hat Zug noch die grösste Pro-Kopf-Verschuldung in der Schweiz gehabt. Und das Leben von Valois Lürmand als Sohn von einem Konditor war nicht immer ein Zuckerschlecker gewesen. Als gelernter Herrenschneider ist er in Kontakt gekommen mit dem Schauspielhaus und dem Cabaret Federal, wo er als 22-Jähriger seine ersten Auftritte auf der Bühne gegeben hat. Der Durchbruch beim Film und Fernsehen ist ihm aber dann in den 60er Jahren gelungen. Der Valois Lürmand hat in unzähligen Filmen, zum Beispiel in Karin Ellenbach oder bei den Schweizermacher oder auch in Fernsehserien wie der Fall Rohrbach oder Tatort oder auch auf Achse mitgespielt. Der Valois Lürmand ist einer der talentiertesten Schauspieler der Schweiz, wo man nicht vergessen sollte. Ebenfalls seit 1352 in der Schweizer Eidgenossenschaft ist der Kanton Glarus. Der Joe Dante, der Regisseur von The Gremlins oder Die Reise ins Ich, oder der Quentin Tarantino, Regisseur von Pulp Fiction oder Kill Bill, sind Fan von unserem Glarner, wo man nicht vergessen sollte, dem Erwin C. Dietrich. Der 1930 in Glarus geborene und kürzlich im März 2018 verstorbene Dietrich hat so ziemlich alles gemacht, was mit Filmen zu tun hat. Er ist Drehbuchautor, Produzent, Produktionsleiter, Regisseur und Schauspieler gewesen. Filme, die seine Handschrift tragen, sind zum Beispiel «Der Herr mit der schwarzen Melone» mit dem unvergessenen Walter Roderer oder auch Filme mit internationalen Stars wie Klaus Kinski oder Zusammenarbeit mit dem Marcello Mastroianni zeigen auf, wie talentiert der Erwin Dietrich war. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann wählt ihn für unsere erste Folge im September. Der Kanton Bern ist seit 1353 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Und jedes Land hat seinen Leonardo da Vinci. Und so hat die Schweiz. Der Berner Albrecht von Haller gehört in eine Reihe mit dem Alexander von Humboldt, dem Isaac Newton, dem Goethe und so weiter. Das Berner Universalgenie, der Albrecht von Haller, der 1708 in Bern geboren ist, hat es auch für Schweizer Banknoten geschafft. Zwischen 1976 und 2000 ist sein Kopf mit dem zu seiner Zeit wahnsinnigen Mode sich bewundernen schulterlangen Perücke mit diesen Locken rechts und links und seinem stechenden Blick ist er auf der 500-Franken-Note zu finden gewesen. Man könnte nicht aufhören zu erzählen, womit sich der Albrecht von Haller zeitlebens wissenschaftlich beschäftigt hat und bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Als Mediziner, als Arzt, Naturforscher, Botaniker, Dichter, Publizist, Literaturkritiker, Forscher, anatomischer Wissenschaftler, Korrespondent. Der Kanton Solothurn ist im gleichen Jahr 1481 wie der Kanton Fribourg Mitglied der Eidgenossenschaft geworden. Wie könnte es anders sein, spielt Bsetzistein eine grosse Rolle im Leben des Solothurner Konradin Tschokke. 1842 ist er im Hauptort Solothurn geboren und schon dort war die Familie im Baugeschäft tätig. Nach seinem Studium als Bauingenieur hat er sich zum Pionier der Schweizer Wasserkraftwerke entwickelt und hat Europas erstes Flusskraftwerk zwischen dem Badischen Rheinfelden und Rheinfelden bei Basel errichtet. Er war zudem Mitglied vom Grossen Rat, Nationalrat und Nationalratspräsident sowie Gründer der Konrad Tschokke AG. Die weltweit tätige Tschokke Holding fusioniert 2006 mit der Batti Group und heisst heute Implenia AG, die mit Abstand grösste Bauunternehmung in der Schweiz.
Sie beschäftigt über 8500 Mitarbeiter weltweit und tätigt einen Umsatz von über 3,3 Milliarden Schweizer Franken. Und alles ist zurückzuführen auf den Konradin Tschokke, den ihr gerne könnt wählen für unsere erste Folge im September. Der Kanton Fribourg ist seit 1481 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Im beschaulichen Murten im Kanton Fribourg ist der Ernst Heinrich Stauffer 1902 auf die Welt gekommen. Schnell wird sein musikalisches Talent entdeckt und ist vor allem als Komponist und am Saxophon eine grosse Nummer. Als Teddy Stauffer wird der Ernst Heinrich erst in der Schweiz und dann in ganz Europa bekannt und da vor allem in Deutschland von den 30er Jahren berühmt. In den späten 30er Jahren vom letzten Jahrhundert ist der Teddy Stauffer der Swingkönig von Berlin. Den Nazis aber ist die Musik von Teddy Stauffer zu amerikanisch und er wird schikaniert. Er packt seine Koffer und landet im Paradies, in Acapulco, Mexiko. Als Senior Teddy oder Mr. Acapulco macht er aus einem Fischerdorf einen Touristenmagnet, wo Hollywood-Grössen wie Elvis auftreten und Ferien machen. Wenn ihr mehr über den Teddy Stauffer hören wollt, dann wählt ihn für unsere Folge im September. Basel-Stadt ist seit 1501 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Und aus Basel-Stadt oder Basel generell kommen nicht nur Basel-Lächerli, sondern auch das LSD. Der Albert Hofmann war zwar kein gebürtiger Basler, hat aber praktisch sein ganzes Leben zu Basel in der Firma Sando verbracht. 1943 hat er die halluzinogene Wirkung von LSD entdeckt und damit Geschichte geschrieben. In einem Selbstversuch, wo er LSD ausprobiert hat, hat er seinen Rausch protokolliert und beschreibt seine kaleidoskopartigen Visionen. Nach auch ein bisschen unangenehmen Empfindungen, in denen er zum Beispiel in seinem Rausch die Nachbarsfrau als Hex erlebt hat, hat es aber auch Phasen gegeben, in denen er das Farben- und Formenspiel voll hat geniessen. Die Veröffentlichung von seiner Entdeckung macht ihn zu einem Schweizer, den man nicht vergessen sollte. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt und seine Entdeckung, dann wählt ihn für unsere erste Folge im September. Natürlich ist auch der Kanton Basel-Land seit 1501 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Aus Liestal, einem Hauptort vom Kanton Basel-Land, kommt der Karl Spitteler. Der Karl Spitteler ist 1845 geboren und 1920 der erste Schweizer Literaturnobelpreisträger gewesen. Für seinen Versepos «Olympischer Frühling» oder «Olympischer Frühling», der heute nur noch Insider bekannt ist, ein paar Germanisten und Professoren, hat er den vom Alfred Nobel gestifteten Preis in Stockholm bekommen. Aber viel wichtiger aus meiner Sicht war seine Rede, die er 1914 von der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Zürich gehalten hat. Die Rede hatte den Titel «Unser Schweizer Standpunkt». Und die Rede hat den Zusammenhalt der verschiedenen Landesteile vor dem Ersten Weltkrieg gefördert und begründet ein Stück weit auch unsere gelebte Neutralität. Mit dieser Rede hat sich der Mann aus dem Kanton Basel-Land unsterblich gemacht. Es würde mich freuen, wenn wir mehr darüber erzählen können, über unsere ersten Schweizer Literaturnobelpreisträger. Ein weiterer Kanton, der 1501 der Eidgenossenschaft beitreten ist, ist der Kanton Schaffhausen. Der Ottmar Amann ist 1879 in Fürthalen geboren. Dort hat noch keine Schaffhauser Zunge gewagt, auszusprechen, was für eine Karriere dem Ottmar Amann bevorsteht. Trotz dem Verweis von der ETH für Unfleiss hat er sein Studium mit Bauingenieurdiplom abgeschlossen. Wir schreiben den 25. Oktober 1931. New York, George Washington Bridge, Verbindung über den Hudson River, wird eingeweiht. Mit einer Spannweite von 1067 Meter, ein Weltrekord. Alles, was Rang und Namen hat, ist da. So auch der Erbauer, der Ottmar Amann aus dem Kanton Schaffhausen. 8 bedeutende Brücken, darunter einige mit Weltrekord, ein Tunnel und eine Strasse sind in New York unter seiner Regie entstanden und haben der Stadt New York den Weg geebnet zur Weltmetropole. Wenn ihr mehr wissen müsst, wählt ihn für die erste Folge im September. Der Kanton Appenzell ist seit 1513 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Natürlich heute in Halbkantone unterteilt, seit 1597. Und aus Drogen im Kanton Appenzell Ausserrhoden kommt Elisabeth Blätscher. Die sozial sehr engagierte Frau war ein Vorbild für viele Menschen im Kanton, aber auch in der ganzen Schweiz. Sie ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Frauenstimmrechte in der Schweiz langsam aber sicher durchsetzen konnten zwischen 1959 und 1990. Der Höhepunkt für sie war ganz sicher ihr Kampf in ihrem Heimatkanton im Appenzell Ausserrhoden. 1989 war nämlich der Entscheid an der Landsgemeinde endgültig und die Frauen haben ihr Recht abstimmen endlich bekommen. Als Frau, die sich im Dienst der Allgemeinheit gestellt hat, gehört Elisabeth Blätscher ganz sicher zu den Schweizerinnen und Schweizern, die man nicht vergessen sollte.
Gerade anschliessend kommen wir zum Kanton Appenzell-Innerrhoden. Die nächste Persönlichkeit, die man nicht vergessen sollte und ich gerne ansprechen möchte, ist der Emil Manser. Der Emil Manser ist vermutlich nicht vielen Appenzellern ein Begriff, aber ganz sicher vielen Luzerner. Der Emil Manser gilt nämlich in Luzern als Stadtoriginal. Er ist zwischen 1987 und 2004 mit Kartonplakat, wo er sich um den Hals gebunden hat, in Luzern anzutreffen gewesen. Sprüche wie «Glück für Sie, betteln den ganzen Januar zum halben Preis» oder «Batzeli oder ich singe» haben zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken angeregt. Im Historischen Museum in Luzern sind Ende 2016, Anfang 2017 seine 150 Plakate sogar in einer Ausstellung zu sehen gewesen. Die letzte Nachricht hat der Emil Manser aus dem Appenzell am 3. August 2004 hinterlassen. Nach seinem Suizid hat man können lesen, Krebs wählt die Abkürzung in den Himmel. Der Kanton St. Gallen ist seit 1803 Mitglied der Eidgenossenschaft. Der Hauptort St. Gallen hat nebst dem Ribbelmais und dem Espenmoos so einiges zu bieten. Zum Beispiel der Walter Mittelholzer. Er ist 1894 in St. Gallen geboren, hat eine Lehre als Fotograf absolviert und ist in Teres, ausgerechnet zu der neu gegründeten Fliegertruppe Gebirgsbrigade 18. Bei seinem ersten Flug mit dem Doppeldecker von Dübendorf nach Kloten hat er den Auftrag gefasst, den Hohlberg bei Kloten aus 1000 Meter Höhe zu fotografieren. Dass das die Initialzündung für eine spektakuläre Karriere als Pilot, Fotograf, Reiseschriftsteller und Luftfahrtunternehmer war, hat er sich nicht träumen lassen. Ob als Retter von Roald Amundsen bei seiner Nordpol-Expedition oder als erster Pilot, der über den Kilimanjaro geflogen ist, seine Luftaufnahmen sind spektakulär und die Bilder von Walter Mittelholzer sind um die ganze Welt. Sein abenteuerliches Leben endet dann auch tragisch. Auch der Kanton Graubünden ist seit 1803 der Schweizer Eidgenossenschaft. Der Kaspar Padrut, der 1848 im Bündnerland geboren ist, hat als findiger Hotelier ganz viele Ideen entwickelt, wie er seiner Kundschaft im Winter von St. Moritz Unterhaltung bieten kann. St. Moritz ist Ende des 19. Jahrhunderts vor allem für die Reichen, für Könige und Adlige bekannt gewesen und als Kurort im Sommer. Da hat der Padrut den Hebel angesetzt, weil er nicht wollte, in den Wintermonaten auf Gäste verzichten. Seinem Ideenreichtum ist zu verdanken, dass Bobfahren auf der Strasse von St. Moritz ein riesen Hit geworden ist. Nach diversen Unfällen mit rasenden Bobfahrern und flanierenden Touristen hat er die erste Bobbahn bauen lassen. Die legendäre Bobbahn von St. Moritz. Der Kanton Aargau ist seit 1803 der Schweizer Eidgenossenschaft. Zwischen Aarau und Baden liegt die Burg von dem Schweizer, wo man nicht vergessen sollte, aus dem Kanton Aargau. Die Habsburg. Die Habsburg liegt zwischen Aarau und Baden und ist die Stammburg von einer der einflussreichsten Familien der Weltgeschichte überhaupt. In dieser kleinen Burg, die man heute noch besichtigen kann und die Familiengeschichte der Habsburger angefangen hat, lohnt sich ein Ausflug. Der Radbot soll die Burg gebaut haben und ist der Kopf der Familiendynastie der Habsburger. Die Habsburger, die letztlich in Österreich Kaiser gestellt haben, in Spanien das Königshaus und sogar hat die Familie Habsburg bis auf Mexiko geschafft, wo es ebenfalls Kaiserreich installiert hat. Und alles hat angefangen mit einem kleinen Schweizer aus dem Aargau, einem Radbot in der Habsburg. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über die Familie Habsburg oder die Schweizer Familie Habsburg, dann wählt ihn für die erste Folge im September. Der Kanton Thurgau ist seit 1803 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Der Kanton Thurgau ist nicht nur bekannt wegen seinem vorzüglichen Apfelkuchen, sondern auch wegen Jakob Nuffer. Im Bezirk Kreuzlingen, genauer gesagt in Siegershausen, ist er im 15. Jahrhundert geboren. Als Tierkastrator für Vieh und Schwein hat er mit dem Messer geschickt und präzise können umgehen und er hat eine sichere und beherzte Klinge geführt. Seit Tagen liegt dem Jakob Nuffer seine Frau in der Wehe und windet sich vor Schmerzen. Der Tod klopft an. Wenn das Kind bei der Geburt nicht zur Welt kommt, ist der Tod unausweichlich für das Kind, für die Frau oder für beide. Das sind die damaligen Regeln gewesen. Der Jakob Nuffer hat nicht nur dabei stehen und beten, nein, er hat zur Tat gegriffen, einen Schnitt gemacht und somit die erste Schnittentbindung, heute auch bekannt als Kaiserschnitt, durchgeführt. So hat er seiner Frau, seinem Kind und unzähligen Menschen mehr das Leben gerettet. Der Kanton Tessin ist 1803 der Eidgenossenschaft beigetreten. Im Kanton Tessin befindet sich der tiefste Punkt der Schweiz. Aber auch der höchste Punkt in Sachen Clownkunst. Der 1935 in Ascona geborene Dimitri Jakob Müller oder kurz Dimitri
hat, als er 7 war, im Zirkus Knie einen Clown gesehen und sofort beschlossen, auch Clown zu werden. Ob als dummen August in einem Wanderzirkus oder als Soloartist im Zirkus Knie, hat er sich ohne Wort in die Clownherzen der Schweiz gespielt. Und die letzte Sekunde von seiner Bewerbung für den Podcast im September wird ich als Pantomime wiedergeben. Der Kanton Watt ist ebenso 1803 zu der Eidgenossenschaft beigetreten. Er ist einwohnermässig der bevölkerungsreichste französisch sprechende Kanton. Der Georges de Mestral ist 1907 in Colombier geboren. Nach einem Spaziergang mit seinem Hund sind ihm die Früchte von der grossen Klette Articum Lapa an seiner Hose und auch im Fell von seinem Hund aufgefallen. Unter einem Mikroskop hat er die igelartigen Kügel genauer untersucht und festgestellt, dass die vermeintlichen Stacheln von den Samen an der Spitze winzige, elastische Häkchen tragen, die sich beim Kontakt mit Fell oder Stoff festsetzen. Der Klettverschluss. 1951 hat er sich das Patent gesichert und das Unternehmen gegründet, das heute den Hauptsitz in den USA, Manchester, hat und über 3000 Mitarbeiter auf 4 Kontinenten beschäftigt. Seit 1815 ist der Kanton Neuenburg in der Schweizer Eidgenossenschaft. Und aus Lasagne, einem kleinen Dörfli im Kanton Neuenburg, kommt der Etienne Perret. Die Entwicklung von der Rorschach AG am Bodensee zum grössten Konservenhersteller in der Schweiz ist genauso viel zurückzuführen wie zum Beispiel die Rocco Ravioli, die ab 1934 bis in unsere Zeit ganz sicher noch jeder kennt hat. Er war aber generell seiner Zeit voraus gewesen. Wo er 1942 die ersten Tiefkühlprodukte auf den Markt bringt, gehen die Produkte auch dank seiner innovativen Werbung und Werbekampagnen aus den Tiefkühlboxen in den Läden weg wie warme Wickli. Frisco Findus Produkt, heute Nestle, kennt auch heute noch jeder. Und gerade jetzt im Sommer, wenn man an einem Raketenglas schlägt, muss man sich an den Neuenburger erinnern, der da dahinter steckt. Der Etienne Perret. Der Kanton Wallis gehört seit 1815 zu der Eidgenossenschaft und ist flächenmässig der zweitgrößte Kanton in der Schweiz. Die Hauptrolle gehört dem Kaspar Stockalper, mein Geheimfavorit. Er ist 1609 in Brigg geboren und seine Familie hat den Simplonpass bewirtschaftet. Er ist als Notar, Gemeinderat, Kommissar in Brigg tätig und hat die strategische Bedeutung vom Simplonpass als schnelle Verbindung zwischen der Grossmacht als allererste erkannt. Als Herr vom Simplonpass hat er Monopolstellung ausgenutzt und auf alle Seiten kassiert und sich damit in kürzester Zeit ein riesiges Vermögen erwirtschaftet. Er ist dann als Gönner und Bauherr auftreten, aber auch als Betrüger und Amtsmissbraucher. Als Landeshauptmann hat er sogar das Wallis am französischen Hof betreten. Seine unglaubliche Geschichte krächzt natürlich nach einer Fortsetzung. Der Kanton Genf ist seit 1815 in der Schweizer Eidgenossenschaft. Und in Lancy, im Kanton Genf, kommt 1837 ein Schweizer Ingenieur zur Welt und einer der erfolgreichsten Konstrukteure von Dampflokomotiven, der Anatole Mallet. Nachdem der Mallet einen wichtigen Beitrag geleistet hat beim Bau vom Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, hat sich unser Genfer, den man nicht vergessen sollte, ganz dem Bau von Dampfloken gewidmet. Die Loken von Mallet waren eine Revolution und dann vor allem in Amerika nicht. In den USA haben sie dann die grösste je gebaute Dampfloke in der Bauart von Mallet in Betrieb genommen. Und noch heute gibt es Mallet-Loken, die im Betrieb sind, so zum Beispiel in Deutschland, fahren die Mallet-Loken zuverlässig wie eh und je auf der Harzer Schmalspurbahn. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann wählt unseren Genfer für die erste Folge im September. Der Kanton Jura ist natürlich in anderer Form schon länger in der Schweizer Eidgenossenschaft, aber seit 1979 nach einer Abstimmung im Bund. Und weil es nur eine Legende ist, dass es im Kanton Jura Internet gibt und man unseren Podcast hört, berichten wir an dieser Stelle auch nur kurz über eine jurassische Legende, den Sankt Frumundus. Der Eremit aus dem 7. Jahrhundert ist zwar in den Augen der katholischen Kirche kein Heiliger, aber die Jurassier verehren ihn noch heute. Jedes Jahr, am ersten Freitag nach Christi Himmelfahrt, machen die Jurassier ihm zu Ehren ein Festchen. Weil es keinen schriftlichen Beleg für ihn gibt, müssen der Säck und ich einmal ins Jura, um mit den Leuten aus der Bevölkerung über die Legende zu reden
und bei dieser Gelegenheit den Menschen in diesem Landesteil unseren Podcast ein bisschen näher bringen, damit man sagen kann, dass man uns schon in jedem Kanton gehört hat. Ja, das sind die 26 Persönlichkeiten aus 26 Kantonen in hoffentlich 26 Minuten. Und hoffentlich interessant gewesen für euch. Es sind doch einige Protagonisten darunter, die vielversprechend tönen, die für die Schweiz wichtig sind. Welcher ist dein Favorit, hast du gesagt? Ja, der Walliser. Der Walliser natürlich. Ist logisch, klar. Der Walliser. Ich tendiere ein bisschen zum Basler, muss ich sagen, so als Zürcher. Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren. Also mehr über LSD erfahren. Über LSD und den Hoffmann würde ich gerne mehr erfahren. Ja, also ich bin gespannt, was ihr oder für wen ihr abstimmt, welchen Kanton bzw. welche Persönlichkeit ihr favorisiert. Ja, wir verabschieden uns jetzt in dem Moment in die Sommerferien. Wir danken, dass ihr so stetig dran seid und unsere Folgen hört. Und wir hoffen natürlich, dass ihr eine Wahl treffen werdet und die erste Folge im September dann auch wieder hören. Danke euch fürs Zuhören. Und postet noch ein T-Shirt. Es bis geht bald. Alles als Rote Kreuz. Nein, die Hälfte geht als Rote Kreuz. Die Hälfte geht als Rote Kreuz. Ciao zusammen. Ciao zusammen, schöne Sommerferien.